Gegen 12.30 Uhr kam es auf der Ketscher Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen kam es während einer Fahrbahnüberquerung einer Radfahrerin an einem durch Lichtzeichen geregelten Übergang zum Zusammenstoß, bei dem die Frau vom Polizeifahrzeug, das in Richtung Schwetzingen unterwegs war, frontal erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag die Fahrradfahrerin noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs von der Staatsanwaltschaft Mannheim beauftragt und hat die Arbeit aufgenommen. Die Ketscher Landstraße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.